Idee der Originalität ist ja relativ. Ja, denn ich schreibe immer an etwas weiter. Ich fange ja nicht von vorne an. Niemand fängt von vorne an. Und in dem Sinn ist es auch eine, man hat ein Kollektiv im Rücken. Ja, und man hat sogar ein Kollektiv neben einem. Ich sage dann oft, ein Autor ist auch ein bisschen wie ein Radiokopf. In dem dann alle möglichen Stimmen aufgefangen werden. Ja. Also die Stimme der anderen. Die Sprache ist ja nicht mein Privateigentum, ist ja völliger Unsinn. Und ich meine, vielleicht einen Satz, wenn ich morgens die Zeitung hole, ich habe eine wunderbare Zeitungsfrau, der ich immer gern zuhöre, und vielleicht hat die einen Satz, den ich stehlen kann. Ja, verstehen Sie? Insofern ist man ein Transmitter, ja, ein Verstärker. Ja, ja, ganz sicher. Und natürlich gehört dazu die Ökonomie, die der Alltag nicht hat. Der Alltag ist unökonomisch, der Alltag ist ein Verschwender, ein dauerndes Blabla. Ja? Und während dann diese Arbeit ist sehr ökonomisch, weil man kann dann ziemlich viel, ich denke, das ist auch ein Vorzug von dieser Form, ich meine, was heißt das, Poesie? Ein Vorzug dieser Form ist, dass ich eben auf einer halben Seite es gibt keine andere Möglichkeit, auf einer halben Seite so viel zu sagen, weil das ist einfach sehr ökonomisch, das gefällt mir auch. Das sind Arbeit. Fangnetze gleichzeitig, ja, im gewissen, ja, Sinne. Und Sie haben hier 1960, ja, etwas veröffentlicht, mhm, ja, was sehr interessant ist, Museum der modernen Poesie. Das war jetzt mein Empfänger, also ich habe meinen Weltempfänger sozusagen, und das war eben notwendig, weil wir den totalen Blackout hatten. Wir hatten ja durch den Faschismus ungefähr 15 Jahre totalen Blackout und wussten nicht, was in der Außenwelt eigentlich passiert. In dem Sinn gab es auch für mich eine Mauer. Denn diese ganze Nazi-Sache, die war auch deswegen so unangenehm, weil man nicht raus konnte. Man konnte ja nicht raus, man war ja auch eingemauert von diesem Zeug. Ja? Und die einzige Möglichkeit rauszukommen, war irgendwie in die russischen Steppen zu marschieren. Das war ja auch ein Antrieb der Soldaten. Die kamen nach Paris, sie kamen irgendwo hin. Sie kamen endlich aus diesem Ding heraus. Ja? Also ich glaube, das ist ein Teil der Energie, dieser Krieg, dieser Lanzer war. Ja. Aber gut, ich konnte nicht raus und kulturell war es genauso. Man war eben in dieser gefangen in diesem Ding, und dann, als das möglich wurde, war es sehr wichtig, die Wiedergewinnung von Welt, auch in der Poesie. Und deswegen musste man dann 1910 und 1945. Ja. So eine Art Arche Noah gebaut. Mhm. Alles in das Boot geladen, ja, was Ihnen persönlich gefällt. Ja. Sie sind ja relativ freizügig. Aus allen möglichen Sprachen, so musste das zusammengesucht werden. Die Originalsprache steht immer auf der anderen Seite. Das gab es damals ja alles nicht. Nein. In Deutschland. Und zugleich war es eine Operation, die auch den Sinn hatte, dass man sozusagen davon Kenntnis nehmen muss, dass diese heroische Moderne diese Epoche eigentlich schon hinter uns liegt, daher Museum. Also ein Museum ist ja etwas, ist eine Retrospektive eigentlich, ja. Und damals gab es ja dann schon die ersten Anzeichen dieser Neo-Avantgarde, und damit musste man sich auseinandersetzen, und ich wollte damit auch sagen, Kinder, ich glaube, es ist nicht sehr vielversprechend, wenn ihr jetzt nochmal Dada macht. Und wenn ihr jetzt nochmal Surrealismus macht, und wenn ihr, denn durch das bloße Nachahmen und Wiederholen, das ist nicht sehr produktiv. Also da war auch schon ein polemischer Aspekt drin, also irgendwie auch schon 30 oder 40 Jahre vor der sogenannten Postmoderne. Ja. Also die Vorstellung, dass die Moderne nicht mehr, dass wir mit dieser Moderne nicht mehr gleichzeitig sind. Das nennen Sie schlechte Avantgarde. Ja. Ja, was dann jetzt hier sozusagen improvisiert im Niemandsland. Ja. Dann wäre es besser, das Museum nochmal zu besuchen. Ja, denke ich auch. Ich meine, das private Programm ist auch ganz klar, dass man
dass man dann als in diesem Anfängerstadium sucht man danach, was... Wo sind die Eideshelfer? Wo sind die Verbündeten? Ja, wo sind die Verbündeten? Ja. So, die ja. Schiffsversammlung bei Athen, das ist der Anfang der Ilias, besteht aus der Aufzählung von Schiffen. Ja. Und so ähnlich geht hier bei Ihnen. Und die schönsten und Lieblingsschiffe, die Sie haben. Sie haben ein breites Kapitel über das Meer. Wie kommt das? Weiß ich nicht, aber das ist natürlich so eine Urmetapher, die sehr produktiv ist. Immer noch sehr viel über das Meer, wahnsinnig viel gedichtet worden. Ich selbst habe gar keine so starke Beziehung zum Meer. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber das ist aus dem Material. Nein, ich bin wasserscheu. Ich bin sogar wasserscheu. Aber das Meer ist auch, das Meer ist ja auch unter anderem auch ein Feind. Ja. Seeleute gehen auch nicht gerne ins Wasser. Ja, aber es beschäftigt sie ganz intensiv. Ja? Naja, sicher. Das ist der schönste. Und ich meine, in der Menge ist das eigentlich das längste. Ach ja, ja, das ist interessant. Ja. Und es gibt diesen peruanischen Dichter, der damals in Deutschland unbekannt war und der mir unglaublichen Eindruck gemacht hat. Der heißt César Vallejo, Peruaner, der dann im Spanischen Bürgerkrieg eine Rolle gespielt hat in Paris. Man kann fast sagen, Hungers gestorben ist. Ein ganz merkwürdiger Mann. Halb Indio außerdem. Und er schreibt hier ein Gedicht, das heißt Himmel und Staub. Und das ist so ein Jedermannsgedicht. Das ist ein Gedicht, das eigentlich nicht von einer besonderen Person handelt, sondern mit dem sich jeder identifizieren kann. Da hat er diesen Refrain: Ich, der geboren ist, und sonst nichts. Und das ist eine Aufzählung von den Sachen. Also wer hat keinen blauen Anzug im Schrank? Er fragt immer so. Und jeder, der das liest, muss eigentlich gestehen, wer nimmt kein Frühstück? Also muss eigentlich jeder gestehen, ich auch. Darauf läuft es dann hinaus. Und das Ganze endet aber dann doch in einer Klage. Es endet mit der Klage: Ach, ich, der geboren ist, einzig und allein und sonst nichts. Horkheimer hat mal gesagt, ich bin ich, weil ich davon absehen kann, dass ich ich bin. Ja. Das heißt, es ist sozusagen eine eigenartige Wechselwirkung, dass ich mit dem bloßen Narzissmus eigentlich wieder ummauert bin. Ja? Natürlich, das ist eine sehr gefährliche Berufskrankheit der Poet, der es mit Kraft macht, oder der Schriftsteller, der es mit, Schriftsteller, mit das Egozentrismus ist, macht, das ist kein guter. Hat mit seiner Produktionstätigkeit zu tun, weil er ja isoliert arbeitet. Er sitzt an diesem Tisch und vor sich hin und so. Und dann kommt die Außenwelt, wenn er zur Kenntnis genommen wird, bestärkt ihn sogar noch darin, weil die Leute aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht begreife, gerne echte oder falsche Genies haben. Und das übt einen gewissen Druck auf diesen armen Menschen dann aus und am Schluss glaubt er vielleicht selbst daran. Sehr gefährlich. Und ich glaube, ein Gegengift ist dann auch, was ich nenne, die Tätigkeit zur linken Hand. Man hat ja zwei Hände
und die rechte ist sozusagen die Schreibhand, aber mit der linken kann ich doch auch allerhand machen und daher diese Lust, die mir gegeben ist, mich in die andere Sachen reinzumischen. Also man macht dann etwas mit anderen zusammen, sei es eine Zeitschrift oder man wird Verleger, man wird Übersetzer, man arbeitet mit zusammen. Es gibt ja Dinge, die man nicht allein machen kann. Und das ist ein gewisser Ausgleich und vielleicht auch ein gewisser Schutz vor dieser Berufskrankheit, würde ich mal denken. So, das gefällt mir halt, das erleichtert mich. Denn sonst kann sich das immer weiter verengen. Diese Asozialität, die mit der Arbeit verbunden ist, ja, ist ja nur die halbe Sache. Also sozusagen das Stammeln, ja, und das in Zungen sprechen, das ist ein Kern der Poesie, aber nur einer. Ja, sicher. Also muss sich eine poetische Natur wie so eine Kreis von Gestirnen vorstellen, nicht? Nicht wie eine Zentralsonne oder ein schwarzes Loch, das alles ansaugt. Ist das richtig gedacht? Ja, ich meine, das ist dann, das kann es auch geben. Wissen Sie, es ist ja so, wenn man über Literatur spricht, ist man ständig so in Versuchung, von sich auf andere zu schließen. Ja. Und ich will ja nicht der Gesetzgeber von anderen zu sein. Nein, die können machen, was sie wollen. Aber jeder muss eine Möglichkeit finden, wie er diesen absurden Beruf ausübt. Und ich meine, ich brauche eben diesen Ausgleich, andere Spielflächen, Theater. Oder ich meine, ich habe nie viel mit dem Film zu tun gehabt, aber das ist ja auch eine arbeitsteilige Dinge. Es gibt ein Gedicht von Ihnen, Die Furie des Verschwindens. Das ist auch Titel einer Sammlung. Ja. Ja? Was ist die Furie des Verschwindens? Ja, ich glaube, das ist ein etwas... Das ist ein Begriff von Hegel, ist ein ganz berühmter, der einzige philosophische Begriff, den ich bei Ihnen kenne. Ja, das ist ein eher pessimistischer Text. Was es ich betrifft, sehr pessimistisch. Ja, und das ist die Frage, ja, ich meine, auch darin verbirgt sich wahrscheinlich ein altes, ewiges Motiv der Poesie, was man früher die Vergänglichkeit nannte. Was aber die Vergänglichkeit ist eher theologisch gedacht, ja? Während die Furie des Verschwindens ist etwas anderes. Das ist keine christliche Instanz, sondern eine träge Ewigkeit. Die wartet wie eine große Katze. Ja. Das ist ein sehr unheimliches Wesen. Unheimliches Wesen, natürlich. Ja. Kommt ja auch aus der Antike und nicht aus der Theologie. Und es sind noch ein paar Kafka-Zitate drin versteckt in diesem Text und so. Ja. Nein, das ist auch, ich weiß nicht mehr, aber es ist auch aus einer Zeit, wo es nicht weiterging. Wo es nicht weiterging. Wissen Sie, es gibt ja, in meinen Augen waren die 70er Jahre sehr schwer erträglich. Man sprach immer von der Stagnationsperiode in der Sowjetunion, aber Stagnation gibt es ja auch bei uns. Und ging vorüber wie im Flug. Ja, wo die Bewegungen, ein gewisser Stillstand. Ja. Und da waren, also über die 70er Jahre kann man nicht viel sagen, glaube ich. War eine Latenz, war eine Verlarvungszeit auch. Ja. Und dann eben Ende der 80er plötzlich setzte sich dann das alles wieder in Bewegung. Ja. Und auch neue Turbulenzen entstehen. Und, in dem Katastrophenjahr 86 kommt ja im Dezember, ja, ihre Theresia an. Ja. Das ist ja das Katastrophenjahr von Tschernobyl. Ja, das ist richtig. Die schützen sie im Grunde. Ja. Natürlich selbstverständlich. Es war auch kein schlechter, ich meine, trotz dieses Risikos war das aber kein schlechter Moment, weil
Weil ich denke, dass eben sie ist nicht in, wir leben ja nicht in Momenten der Stagnation. Wir leben in dem, in dieses, hat, das ist eine riskante Periode, in der man ist. Aber es ist doch alles besser als diese verschnarchte Gleichmäßigkeit, wo die ganz aussichtslos irgendwie auch ist, wo alles immer nur so weitergeht, dass das, also mir gefällt es gar nicht so. Und da sind wir heute besser dran, mit allen Risiken, die das in sich birgt. Aber wie niemand, lange gehen die Enzensbergers zurück? Wie lange können sie ihre Vorfahren verfolgen? Ach, das sind alles Leute vom Land. Es ist keine alte bürgerliche Familie. Das geht zurück bis zum Dreißigjährigen Krieg etwa. Und es gibt ja heute noch große Bauernhöfe da im Voralpenland, die diesen Namen führen. Daher kommt auch der Familienname, der ja von dieser Pflanze herrührt, von dem Enzian, das ist eine blaue Blume. Und die Berge da im Frühjahr, früher waren die blau. Im Bauernkriegen ist das der Bodenseehaufen. Ja, der Siegreich. Er wird durch einen Vertrag übertölpelt. Ja, das stimmt, aber trotzdem solche Revolten sind wohl selten ganz umsonst, denn das hatte eben auch die Folge, dass sich der Großgrundbesitz in diesen Teilen Deutschlands nie richtig hat durchsetzen können. Das lag sicher auch an dem Widerstand der Bauern. Also irgendwie hat es dann die Herrschaften doch beeindruckt und man hat eigentlich an den Besitzverhältnissen da wenig rühren können. Es gab zwar dann immer einen Bischof und einen Zehnten und sowas, waren meistens geistliche Herrschaften dort, Bistum Augsburg und so weiter, Erzstift so und so, ja. Die Fugger waren drin, waren ein richtiger Fleckerlteppich, diese Gegend da. Naja, gut, aber ganz klassische Geschichte, Bauern, Handwerker, dann wurde studiert, so klassische Sozialisationsgeschichte. Robert, ja? Das ist ja eine andere poetische Fassung. Die ist aber, kommt mir weltlicher vor. Ja? Als naja, das ist auch eine Kindersache. Der fliegende Robert ist dieses Kind aus dem Struwwelpeter, dem man immer sagt, bleib schön zu Hause draußen, da ist vielleicht schlecht Wetter und das ist ein Risiko und bleib lieber da, wo du sicher bist. Und dann geht dieser Robert aber trotzdem raus und hat einen Regenschirm dabei, weil es regnet, und dann fliegt er da davon. Und das ist natürlich eine herrliche, der Hoffmann, der den Struwwelpeter schrieb, die sind ja sehr zweideutig. Das sind Warnungen, aber Verlockungen. Das heißt, und die Verlockung ist eigentlich stärker als die Warnung. Ja? Und deswegen dieser Flug des Robert, Kinder denken ja oft, dass sie fliegen können. Das ist ein sehr schön, sehr starkes Motiv, sich nicht abschrecken lassen von den Warnungen. Und ich denke, das hat auch etwas, ich habe eine private Unterscheidung von zwei Typen von Autoren. Vielleicht ist das einschlägig. Ich unterscheide zwischen Maulwürfen und Störchen. Also der eine, Kafka zum Beispiel, der ja auch über Maulwürfe geschrieben hat, es gibt ein berühmtes Stück von ihm, das heißt Der Riesenmaulwurf. Das ist ein völlig monomaner Künstler, der bei seiner Sache bleibt und der diesen äußerst kunstvollen Bau mit seiner ganzen Energie um und jeden Preis muss er den fertigstellen. Ja, muss sich das ist seine einzige Aufgabe. Während ein Storch natürlich, es gibt den Schriftsteller als Storch, der seine Frösche dort und hier sucht und das ist mehr, mein Temperament ist mehr das des Storches, deswegen vielleicht auch ein gewisser Mangel an Konzentration, dass man sich hier und dort und viele Spielplätze sucht und so weiter. Das ist ein bisschen was anderes und eben der als Kind entspricht dem vielleicht dann eben dieser fliegende Robert. Das ist der Genosse Bartleby. Bartleby ist eine Figur von einer Geschichte von Melville. Das ist ein alter Schreiber,
der dann plötzlich nicht mehr will. Und der sagt einfach immer, wenn ihm sein Chef was sagt, was ihm befiehlt, der arbeitet in so einer Kanzlei, ein Schreiber, und der sagt dann einfach, ich möchte lieber nicht. Und dieses Ich möchte lieber nicht ist unbesiegbar, stellt sich heraus, dass der auf keine Weise dazu zu bringen ist, das, was man für seine Pflicht hält, zu tun. Ich möchte lieber nicht. So fängt es an, unscheinbar, eines Morgens. Es ist ja nur die Krawatte, was wirkt, der Kontoauszug. Was stört ist, dass das einzige Tier, das sich immerzu wäscht, sich immerzu waschen muss. Auch die unermüdliche Dummheit da draußen ist es, der unbesiegbare Krach, was es zermürbt, das einzige Tier, das sich feiern lässt. Nicht dafür, dass es geboren ist, einmal im Jahr, nein, dafür, dass es Tag für Tag wieder aufsteht, rätselhaft, bis zur Rente. Es bleibt nicht liegen. Gegen die größeren Nackenschläge sträubt es sich, meutert gegen den Hunger. Der Hunger möchte. Er macht die Knochen leicht. Nein, die Erleuchtung kommt nach dem Essen. Apathische Anfälle, die wiederkehren mit 17, wie die Grippe, mit 37, mit 80, immer von Neuem. Ich möchte lieber nicht. Zu müde, um das Messer in die Hand zu nehmen. Ein paar Tage lang mit dem Kopf zur Wand oder 3 Wochen, dann mit wankenden Knien der erste Gang zum Waschbecken, zum Kleiderschrank, zurück zu den ewigen Werbespots für Mord und Totschlag. Und das hat Ihre Antwort jetzt auf das, die, ja, könnte man Gedicht, sagen, weil, es hat, weil es einfach eine Formspur ist. Ja. Also das ist auch dieser, jeder hat diese Krawatte, jeder hat diesen, also das ist auch so ein Jedermannsgedicht, ja. Das passiert jedem, dass er einfach mal nicht mehr möchte. Er möchte lieber nicht. Erklären Sie doch mal, was nennen Sie ein Jedermannsgedicht? Ja, das ist so, das ist eine Einladung zur Projektion. Das heißt, es funktioniert wie eine Falle. Der Leser gerät in die Falle, indem er nicht, er kann es eigentlich nicht so lesen, als wenn es von jemand anderen handeln würde. Es bezieht sich auf ihn selbst. Er kann dem kaum entkommen, weil er wäscht sich auch. Er feiert auch Geburtstag. Alles das trifft auf ihn auch zu. Und der Gegenpol wäre ein Rätsel. Sozusagen etwas Fremdes. Ja, oder es gibt ja auch autobiografische Sachen, wo einer eben nur von seinen eigenen Geschichten da erzählt und wo der andere dann sagt, ja gut, das mag so sein, aber da bin ich ausgeschlossen. Es gibt in der Antike die Stoa, ja. Nicht? Und eigentlich die besseren Elemente davon finden sich dann beim Montaigne noch einmal. Sozusagen auf der Relaisstation zu uns. Ja. Nochmal gespiegelt. Ja. Sie haben das ja dick herausgegeben, das dicke Buch. Ja. Ja. Wie verhält sich diese Tugendlehren, Ataraxia, die unerschütterliche Ruhe, die Geduld? Ja. Ich trage einen Brustpanzer gegen das Schicksal. Ja. Sind das Dinge, die Ihnen vertraut sind? Doch, und hilfreich. Doch schon hilfreich. Es ist ja nicht so, und eigentlich aber entwickelt man das vielleicht auch nicht. Die Bücher sind dann gut, also man ist es, aber oft sind es ja eher Wiederentdeckungen. Das heißt, das Schöne daran ist, dass man so halb entwickelt man ja solche Methoden selbst, spontan, naturwüchsig, möchte ich fast sagen. Also das Kind, das zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, als es kein Öl, Heizöl gab und nichts zu, man saß nach dem Krieg oder während des Krieges saß man im Kalten, es war Winter und es war einfach kalt. Und die Übung bestand darin als Kind, das hat man sich ja selbst ausgedacht, man greift an die Heizung und spürt, dass die Heizung heiß ist. Man kann sich das so suggerieren, starke Kälte hat ja auch eine gewisse Ähnlichkeit auf die Haut, wie Hitze. Das ist ein merkwürdiges Ding, Und ich konnte mich selbst soweit durch eine Art autogenes Training selbst erfunden, mich davon überzeugen, dass es gar nicht so kalt ist,
Das ist natürlich, das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einer stoischen Übung. Ja? Und wenn man dann später auf eine Tradition trifft, die das formulieren kann, dann ist das natürlich wunderbar und bestärkt einen in solchen Übungen. Ich möchte es mal Übungen nennen. Es ist ja vielleicht keine Weltanschauung oder sowas. Es sind aber Übungen. Die Tugend ist ja eine Übung. Die Sammlung solcher Übungen, ja, die sind etwas, was Sie schon spannend finden. Also wenn Sie mal Ihr Verhältnis zu Montaigne beschreiben. Ja, das ist ja immer ein Mann, der Bürgerkriege, Religionskriege beenden geholfen hat. Ja. Hochzivilisierter Mann. Ja, ja. Und eigentlich nicht drauf hereingefallen ist. Also der hat sich ja nicht einfach irgendjemand angeschlossen. Das ist auch ein Teil seiner Übung. Ja. Und solche Sachen, die sind in unseren Traditionen vorhanden, latent. Die meisten Leute wissen wenig davon und wir sind da ein bisschen privilegiert, wenn wir uns dessen vergewissern können. Aber die Regungen selbst, diese Übungen selbst, glaube ich, entstehen auch immer wieder von Räumen. Oder ein Kind entwickelt merkwürdige Strategien dem Leben gegenüber, den Zumutungen gegenüber, entwickelt eigene Strategien und dann, die werden nur besser artikuliert und verständlicher gemacht und stellen dann auch einen Zusammenhang zwischen den Menschen her, weil es dann nicht mehr nur mein eigener merkwürdiger Trip ist. Ja, als Kind denkt man ja, nur ich bin so. Die anderen verstehen das nicht. Ja. Aber die Gesellschaft, in die man dann gerät, hat dann wenigstens spurenweise, enthält diese Momente noch als Zusammenhang. Ja. Man findet Freunde, die das auch können. Und, sozusagen und das stärkt, das ist Überlebensmittel. Das ist ein Überlebensmittel. Ich meine, diese ganzen Sachen benötigt man. Es ist gar nicht so sehr, sagen wir, eine moralische Forderung, die Tugend, sondern das ist auch eine Überlebenstechnik. Und das heißt, ein Kommentar zur praktischen Lebensführung. Kommentare zu Notfällen. Ja? Kommentare für meine Tochter, ja? Wenn ich nicht mehr da bin. Ja? Kann man das wären alles Produkte. Ja. Würden Sie sagen, das wäre eines Poeten wert? Ja, sicher, absolut, natürlich, klar. Mein neues Buch hat einen etwas paradoxen Titel. Ich habe ein neues Gedichtbuch, das im Sommer erscheint. Und es trägt den Titel Leichter als Luft. Da haben wir wieder diesen Flugtraum. Aber der Untertitel lautet Moralische Gedichte. Und das ist so manche Leute werden das widersprüchlich finden, weil sie unter Moral eine Art von Predigt verstehen, aber ich sehe das nicht so. Nein, das ist eine falsche Form. Ja, ich sehe das nicht so. Und die handeln doch auch zu einem gewissen Teil wenigstens davon, von Verhaltensmöglichkeiten. So. Ich will nicht, das hat mit Predigen nichts zu tun. Ich will ja niemand einreden, was er tun und lassen soll. Darum geht es nicht. Wenn Sie sagen müssten, was Ihnen eine völlig fremde Zeit ist, was würden Sie da sagen? Ja, also wenn man die historische Zeit meint, dann ist das so eine Sache, wo man sich, man kann sich in eine vergangene Zeit so weit reinbegeben wie in einen Handschuh. Und das hängt jetzt von Kenntnissen, Identifikationen, von allen möglichen Faktoren ab, kulturelle Faktoren auch. Wie weit kann man da vordringen? Und ich stelle fest, dass ich eigentlich nur bis ins 18. Jahrhundert wirklich vordringe, wo ich ein Gefühl von innen habe. Andere Zeiten, ältere Zeiten, kann ich eigentlich nur von außen wahrnehmen. Ja? Das ist ein großer Unterschied. Also es gibt ja Leute aus dem 18. Jahrhundert, die sind ein bisschen wie eine Familie. Also die kennt man, man kann erraten, welche Regungen da vorhanden sind. Man kann, es ist die Psyche nicht total fremd, es ist nicht exotisch. Da ist man noch in irgendeiner Weise zu Hause. Und je weiter man zurückgeht, desto mehr wird es eigentlich ein äußerliches Studium. Man kann dann die Quellen studieren, man kann die Werke betrachten, ist ja noch etwas da, aber man hat kein Gefühl von innen. Man wundert sich mehr. Ja, ja. Also man merkt natürlich auch, dass worin man selbst lebt, diese Zivilisation,
nicht das Maß aller Dinge offenbar ist. Denn ich meine, in China sehe ich etwas, wo man steht wie der Ochs vom Berg ein bisschen natürlich. Und es ist auch ganz klar, dass selbst Leute, die ihr ganzes Leben daran wenden, das zu verstehen, da gibt es offensichtlich auch eine Grenze. Und was wäre jetzt außer dem 18. Jahrhundert eine nahe Zeit für Sie? Weiß nicht, ja. Das reicht von bis dahin gibt es eine Art Kontinuum mit Stören, Sachen natürlich auch. Ich meine, es ist ja nicht so, dass man diese Vergangenheit in irgendeiner Form glorifizieren oder so ist das nicht. Man kennt ja auch, man hat sogar das Gefühl des Unangenehmen in diesem Handschuh. Also der Gestank oder die terroristischen sozialen Verhältnisse, die Frage der Geburt, als was man geboren ist und so. Also das hat nichts damit zu tun mit dem Lob auf die guten alten Zeiten, hat es ja gar nichts zu tun. Ne? Wenn Sie mal 1946 nehmen, da sind Sie, glaube ich, in Nürnberg. Ja? Das ist eine zerstörte Stadt. Ja? Ja, das ist dann eine andere Zeit, das ist ja schon erlebte Zeit. Ja. Also das ist nicht diese dieser Rückgriff in irgendetwas, was andere erlebt haben, sondern dann ist es die eigene Haut. Und das ist ja noch etwas anderes als ein Handschuh. Waren Sie schon mal wieder in Nürnberg? Ja, ich komme manchmal hin. Ja, sicher. Ich habe zwar keine Verwandten mehr dort, aber doch, die Stadt ist ja ein merkwürdiger Ort. Sie war mal eine Zeitraffer. Wie? Ja, ist ja wie so ein Zeitraffer, also wenn Sie sich das zertrümmerte vorstellen, das wieder aufgebaut hat. Ja. Es war ja ganz früher mal eine sehr glanzvolle Stadt und es ist heruntergekommen. Dann wurde es proletarisiert durch die Industrialisierung und gerade durch die Erhaltung dieser mittelalterlichen Form war es auch sehr unhygienisch, sehr schmutzig, sehr eng. Große Teile der Altstadt waren vor der Zerstörung slumartig. Ja, mit engen Hühnerstiegen, schiefen Dächern, mangelhaften sanitären Bedingungen und so weiter. Also auch da ist es so glorios, war das nicht. Das war eigentlich eine Stadt schon im Abstieg und mit großer Enge. Daher vielleicht auch die politische Radikalisierung in der Stadt. Es war ja kein Zufall, dass es zur Stadt der Reichsparteitage erwählt worden ist. Denn er hatte eine sehr starke Wählerschaft und hat auch eine riesige Vorgeschichte. Ich meine, die Nürnberger haben schon im Hochmittelalter die Juden vertrieben, die sich dann in einer zweiten Stadt ganz in der Nähe angesiedelt haben, nämlich in Fürth. Dort hatten sie bessere Bedingungen. Und wo Kissinger herkommt. Ja, 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 ne, wo Kissinger herkommt, ja, und wo es heute noch eine Spiegelfabrik gibt, weil die waren Spiegelmacher, das hat mit Gold zu tun, mit Silber. Und die waren reiche Leute da, die Juden von Fürth. Und diese ganze Welt wird aplaniert, ja, durch Bombenangriffe, die auch schon sehr exzessiv waren. Offenbar brannte so etwas Altgebautes sehr rein. Doch, leicht. Das war natürlich ein richtig geringrechter Feuersturm. Das ist klar, das hat sehr, sehr gut gebrannt. Diese alten Dachstühle haben natürlich wunderbar. Und für Ihre Haut sozusagen, ja? Ich habe den schlimmsten Angriff gar nicht selbst erlebt. Die Familie wurde dann evakuiert. 1943, aber die ersten Angriffe waren auch schon so, dass eben der Himmel rot war. Und das Haus gegenüber, man kam aus dem Keller, das Haus gegenüber war nicht mehr da. Also das war schon eindrucksvoll, wenngleich ich sagen muss, ich habe ja den Verdacht, dass Kinder so etwas anders erleben als Erwachsene, aus verschiedenen Gründen. Zum einen haben solche Katastrophenereignisse zur Folge, dass die Autoritäten auch zertrümmert sind. Also so die Schule, alle die Erwachsenenautorität. Nicht aber der Schutzperson, der Glaube an Schutzengel, also die Näheschicht, ja, schützt einen ja. Man glaubt ja nicht, dass die Bombe einen selber trifft. Nein, es sind natürlich zunächst immer die anderen. Und das Schöne an einem brennenden Haus ist, dass es nicht das eigene Haus ist, ist ja ganz klar. Aber das Schauspiel ist für Kinder äußerst eindrucksvoll und hat etwas Unwiderstehliches. Ich meine, das ist ja auch der Grund, auch Erwachsene sind da nicht gefeit. Man sieht ja die Zuschauer immer, bei jeder Katastrophe gibt es Zuschauer. Von Turings Automaten
und der perfekten Maschine dieses Erfinders, sagen Sie einmal, sie sei träge. Wenn diese Maschine alles gewissermaßen, in sie alles hineingebaut ist, was es an Fähigkeiten gibt. Ja. Ja. Der universale Automat. Automat. Ja, der globalisierte, ja. Automatisierte, mhm. Sozusagen schärfer reagierend als die Weltbörsen alle zusammen. Ja? Da sagen Sie von, der wäre aber träge. Naja, aber der hat die Turing-Maschine ist eine Maschine, die auch unendliche Prozesse schluckt und verarbeitet. Und das ist wie mit Achilles und der Schildkröte ein bisschen. Also ganz egal, wie schnell die Maschine ist, ist ihr Programm, da ist endlos, potenziell und endlos ist, dauert es natürlich auch endlos lange, bis sie das malt, bis sie das Problem sozusagen, ist ja wie eine feine Mühle, die das klein malt in Bits, in digitale Entscheidungen, ja. Und egal, deswegen auch diese monströse Geschwindigkeitswachstum der Computer, das ist ja auch so, dass ich eine Wettervorhersage dauert eben einfach, die geht langsamer als das Wetter im Grunde. Ja? Das heißt, ich kann eine Prognose immer nur für den nächsten, vielleicht für einen Tag mit einiger Präzision und je länger die Datenmenge, die dann kommt, wenn ich eine Prognose für einen Monat machen will, ist so groß, dass sie die Möglichkeiten selbst des schnellsten Computers sprengt. Da sind zu viele Variablen drin. Wenn Sie ein Lob der Trägheit einmal anstimmen sollten, wie würden Sie das machen? Also mich würde das einfach mal interessieren, wie sich diese Maschine zum Beispiel zur Wettermaschine, die Sie nannten, ja. Zur Fähigkeit dieses Planeten Sand in Form von Meeren so zu malen, ja? Nicht, ja. Dass diese Strände herauskommen, ja. Was ja sehr lange dauert. Ja, gut, die kosmische Zeit ist ja sowieso sehr merkwürdig, die hat ja mit unserer Zeit wenig gemeinsam. Die zum träge. Einen ist sie unendlich geduldig, also diese kosmischen Prozesse haben gemessen an unserer Zeitskala natürlich eine Geduld, die unser Vorstellungsvermögen bei Weitem überschreitet. Ja, wenn Sie zum Beispiel eben so eine Wüste sehen, die Ornamente der Wüste, also was da entsteht an das sind ja ganz raffinierte Figuren, die da entstehen. Hoch, eine wahnsinnige Geometrie, die eigentlich unseren Ornamenten überlegen ist, aber die Zeiträume, in denen das passiert, ist ein sehr langsamer Künstler. Ja. Die Natur ist eine sehr langsame Künstlerin mit einer unbeschreiblichen Geduld. Das macht, ob das jetzt 100.000 oder 1 Million Jahre ist, spielt ja gar keine Rolle. Und wir mit unserer Lebensspanne sind dagegen natürlich völlige Eintagsfliegen, das ist klar. Und deswegen die Beschleunigung, deswegen haben wir es so eilig, weil unsere Zeit zu bemessen ist, deswegen diese Hektik. Ich glaube, das Jahr 1943 nicht mehr zu erreichen, deswegen muss 1939 angegriffen werden. Napoleon hat keine Zeit, ja? Er muss Russland erobern, ja, von ja. da aus Indien, mhm. ja? Nicht? Und er hat keine Lebenszeit mhm. dafür. Natürlich auch etwas Irres an diesem Tempo. Das ja. hat, und die Beschleunigung, mit der Beschleunigung steigt ja auch das Risiko. Sie brauchen aber eine gewisse Beschleunigung oder den Eindruck von Beschleunigung, ja, also um sich denke, herum als Genussmittel. Ja, als ich denke, schön ist an diesem, soweit man das beherrschen kann, zum Teil spielt ja das Unbewusste da auch eine Rolle, aber soweit man das beherrschen kann, ich liebe dann die Abwechslung. Ich ja. liebe dann die Zeit einer vielleicht gesteigerten Produktion oder Produktivität. Und dann gefällt mir zu trödeln. Also dann, der Workaholic muss trainieren das Trödeln. Der muss, sonst wird er ja verrückt. Also er muss sich zurücklehnen, muss die Arme fallen lassen und muss trödeln. Sich die Zeit vertreiben, richtig so. Und das ist ja sehr schön. Und dazu hilft zum Beispiel, ich habe auch gar nichts gegen eine kleine Depression, weil die dabei sehr nützlich ist. In der Depression lässt man ja die Arme sinken. Und das ist sehr gut, das regeneriert. Aber mit dem Gefühl, dass da eine Strömung ist. Ja, natürlich, das arbeitet, irgendetwas arbeitet ja, ja trotzdem weiter. Ja. Der Körper arbeitet weiter, ja, das Herz pumpt und so weiter. Und im Gehirn entstehen wahrscheinlich auch irgendwelche Ströme. Nur ich bin nicht der Antreiber. Und wie würden Sie ich bin das ja nicht der Antreiber, ich bin der Saboteur. Ich bin der Saboteur meiner selbst, weil man muss, es ist einfach notwendig. Manche Leute nennen das vielleicht Urlaub oder Erholung. Urlaub passt mir nicht, aber Trödeln passt mir. Und
Und das gehört, das verbindet sich aber mit Arbeit, also sozusagen in den Lücken, ja, des Trödelns. Ja, hinter dem eigenen, hinter dem eigenen Rücken passieren natürlich dann schon Sachen und weil wenn man dann etwas obsessiv dran ist, das kann man ja nie ganz stilllegen. Also das arbeitet dann wahrscheinlich unter der Decke weiter und nach 14 Tagen, wenn man dann wieder oder wenn man dann aus dem Trödelstadium wieder herauskommt, stellt sich heraus, dass vielleicht die eine oder andere Lösung sich inzwischen eingestellt hat, einfach. Ja, das ist ja auch ganz schön. Ich habe Sie zum ersten Mal gesehen, da habe ich Sie nicht gesehen, sondern Adorno hat mir gezeigt von dem Fenster, ja, ja, seiner Wohnung. Da drüben wohnt Enzensberger, das muss 1960 gewesen ja sein. Ja, das ist der Einzige, der dichten kann. Ja. Adorno hielt ja nach Proust Dichter nicht mehr viel davon. Und ja, ja. Er fand sonst keinen Dichter der Gruppe 47 oder so etwas irgendwie beachtenswert, meinte aber, dass Sie in der Lage wären, adäquat, also und philosophiegerecht zu dichten, und zeigte das sehr aufmerksam und beschrieb, jetzt sind Sie nicht zu sehen, aber manchmal sind Sie dort zu sehen und so weiter. Das ist meine erste Begegnung mit Ihnen. Das Schöne daran ist natürlich, dass mir sowas hätte Adorno mir gegenüber nie angedeutet. Er war ja streng von dieser chinesischen Höflichkeit und Diskretion. Und also die Annäherung an Adorno war ja gar nicht so einfach, denn er hatte viele Schutzhüllen um sich herum. Und deswegen war der Umgang immer, hatte so etwas fast Zeremonielles mit ihm. Ich war oft bei ihm. Es war ja eben, wie gesagt, wir waren Nachbarn und ich hatte auch im Verlag mit seiner Arbeit etwas zu tun, ein bisschen so. Und das heißt, wir haben uns oft gesehen, aber immer diese Distanz wurde eingehalten. Das fand ich eigentlich sehr schön. Aber schreiben Sie mal, wie Sie da empfunden haben. Also wenn Sie jetzt mal in sich nochmal sich hineinversetzen. Naja, ich meine, man war natürlich immer ein bisschen, Adorno gegenüber, ein bisschen immer der Dummkopf. Das ist ja klar, denn er war ja von einer monströsen Gescheitheit, der Mann. Und er war ja unfähig, zum Beispiel einen unvollkommenen, syntaktisch korrupten Satz zu äußern. Er war ja alles druckreif. Ich meine, das hatte natürlich auch etwas Einschüchterndes. Aber mir hat es auch gefallen. Es hat ja auch, ist ja ein Philosoph, die meisten Philosophen sind ja ästhetisch oft ein bisschen farbenblind, ja. Die schreiben dann schlecht, das kann man schwer lesen, was sie schreiben und so. Und Adorno hatte natürlich eine starke Sensibilität, er war ja Komponist auch, er hatte ein großes Interesse an der Kunst. Musikalisches Verhältnis. Ja, seine ganze Theorie hat auch damit etwas zu tun, und das ist natürlich für jemand, der selbst literarisch zum Beispiel arbeitet, hat es eine hohe Anziehungskraft. Es hat was Faszinierendes, wie dieser Mann so scheinbar mühelos produzieren konnte auch. Sie traten der übrigen Welt ja wenig verehrend gegenüber. Also sie galten als frech. Ja? Sie griffen eigentlich ziemlich umfassend an. Ja? Das hat etwas mit der Situation zu tun. Spiegel wurde fertig gemacht. Ja, aber ich wollte nie die Leute... Die Zeitung wurde aufmerksam gemacht, dass sie Fälschung betreibt. Es waren nie Provokationen, sondern es war nur... Ich hatte halt das Bedürfnis, festzustellen, was der Fall ist. Ja. Und das heißt, die polemische Note darin ergibt sich ja nur aus dem Gegenstand. Die ergibt sich nicht daraus, dass ich irgendjemand schockieren, ärgern, aufregen oder provozieren will. Das ist gar nicht der Grund. Und im Gegenteil, ich war ja dann oft erstaunt darüber, wie beleidigt die Leute sind, wenn ich etwas versuche, etwas festzustellen. Also dieses Objekt ist viereckig. Ich meine, das ist doch keine Beleidigung, sondern man stellt halt fest, dass es so ist. Man versucht es jedenfalls. Und dann sind aber viele... Ich habe geschrieben, um sie zu widerlegen, ja, in den etwa 800 Seiten. Sie haben, glaube ich, in 7 Zeilen darauf geantwortet. Ja, das mag schon sein. Ja, aber wissen Sie, das war die frühe Bundesrepublik. In der frühen Bundesrepublik...